Hallo zusammen zu einer neuen Cinema Review. Heute mit 5/1989, also Mai 1989 vorne drauf, ist Tom Cruise. Schauen wir mal, ob er auch in dem Heft drinnen ist. Ich gehe mal davon aus. Tom Cruise, unglaublich. Ja, Top Gun, Cocktail und geboren am 4. Juli. So, die Stars machen Werbung. Da haben wir zum Beispiel, lasst mich mal gucken, hier für Parfüm und für Mountain Dew. Das ist der Patrick Swayze und Michael J. Fox für Pepsi. Und Michael Jackson auch für Pepsi. Ich will es jetzt einfach mal reinhalten, weil ich diese ganzen Sachen ganz interessant finde. Deswegen für alle, die eine oder andere Zeitung vielleicht dann auch haben wollen, weil sie vielleicht die Artikel lesen möchten, müsst ihr euch einfach auf eBay kaufen. Gibt es ja massenweise diese Zeitungen. Das Gesicht der 90er Jahre, Tom Cruise, hier. Da ist ein längerer Artikel über Tom Cruise drin. Und geboren am 4. Juli, den habe ich mir extra für die Tom Cruise Star Special gekauft. Ich hatte den vorher nicht da, aber die schauspielerische Leistung ist natürlich super in dem Film. Vietnam, die Veteranen Hollywoods, das Vietnam-Thema ist echt bis Ende der 80er, Anfang der 90er immer noch aktuell gewesen. Und es war ja schon Mitte der 80er ganz großes Thema. Etliche Vietnam-Filme und auch Tom Cruise hier mit seinem Waschbrettbauch hat mit geboren am 4. Juli natürlich dann da mitgemischt. Top Tom, Tendenz meisterlich, aber leider hatte es er bis dato und noch nie geschafft, einen Oscar zu bekommen, obwohl er eigentlich, also wenn ich jetzt das mal so beurteilen darf, für geboren am 4. Juli hätte er einen verdient, weil die schauspielerische Leistung eigentlich gigantisch war, das kann nicht jeder, obwohl mir der Film jetzt ja nicht so gefällt. Das Thema ist mir zu ernst. Ich liebe es ja eigentlich eher die seichte Unterhaltung oder Action. Ich möchte einfach unterhalten werden. Und wenn die Themen zu ernst sind, der Ernst des Lebens ist einfach zu präsent bei uns alltäglich. Und da möchte ich eigentlich schöne Zeiten verleben mit dem ja, Cinema schauen, möchte ich mal sagen. DVD schauen, Blu-ray schauen. Hier die nackte Kanone. Erster Teil ist legendär. Hatte ich da. Ja, aber ich habe es meinem Sohn weitergegeben. Ja, den ersten Teil hätte ich vielleicht bei mir lassen können, aber dann habe ich gleich alle drei rübergegeben, weil Nackte Kanone schaue ich wahrscheinlich jetzt nur noch selten an. Aber es sind natürlich auch schöne Szenen dabei in Nackter Kanone und es gibt nichts zu sehen. Das ist, glaube ich, die Szene, es gibt nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Ja, man möchte sich eigentlich, also deswegen ist jetzt mein Fable eigentlich auch nicht für Horrorfilme, weil mir das alles, ja, ich brauche beim Ernst des Lebens jetzt dann eigentlich nicht so viel Blutrünstigkeit. Wenn ein Actionfilm oder Killerfilm, das ist dann so, dann schaue ich mir das schon mal an, aber Horror brauche ich jetzt nicht und Kriegsfilme in der Regel eigentlich auch nicht. Ne? Obwohl ich in meiner Kindheit die 60er Jahre Kriegsfilme doch öfter angeguckt habe, aber da fallen die Leute ja nur einfach um ohne Blut. Ne? Dann die Reisen des Mr. Leary, sagt mir nichts, aber es sind zwei bekannte Schauspieler dabei und vielleicht sagt es euch was. William Hurt, Kathleen Turner und Gina Davis. Ja, die Reisen des Mr. Leary ist eine, wie hier steht, eine Romanverfilmung, gelungene Mischung aus zarter Liebesgeschichte und leiser Komödie, also auch nicht mein Ding. Dann haben wir hier den Denzel Washington in jungen Jahren. Er sieht aus wie ein Bubi vor Queen and Country. Ja, für die Queen. Hier, das ist Denzel Washington in jungen Jahren. Schaut euch an. Und jetzt vergleicht ihr ihn mal mit Equalizer 3. Und es sind 35 Jahre, glaube ich. Ja, aber er ist trotzdem gut gealtert, möchte ich mal sagen. Dann möchte ich euch nicht vorenthalten, haben wir hier die Fliege 2. Aber nicht mehr mit dem Hauptdarsteller, wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Also
Ich kenne den ersten Teil, habe ich natürlich nicht, da ist jetzt auch nicht mein Ding, aber Fliege 2 kam 1989 raus. Hier habt ihr den Beweis. Im Zeichen der Jungfrau mit Kevin Klein. Und der Kevin Klein hat bei den Fisch namens Wanda mitgemacht. Und da haben wir hier den Gruber aus Stirb langsam, der macht hier auch mit. Kevin Klein und Gruber aus Stirb langsam in diesem, lasst mich nicht lügen, was es ist. Der New Yorker Polizeichef ratlos, ein unheimlicher Killer brachte 11 Frauen in 11 Monaten um. Ein Zwölfter steht bevor. Also für alle, die es interessiert. Und jetzt kommt, wer ist Harry Klump? Den will ich ganz kurz hier reinhalten. Da müsste ich echt mal nachschauen, ob, den habe ich nämlich noch nicht, den Film, und der ist, glaube ich, ganz lustig. Und Farewell to the King mit Nick Nolte, den brauche ich nicht, aber wer ist Harry Klump? Den müsste ich mir, glaube ich, mal besorgen. Ja? Also ich schaue mir erstmal den Trailer an, vielleicht ist es dann doch nichts mehr für mich. Wer ist Harry Klump? Die nackte Kanone, hier nochmal das Kinoplakat, wer kennt es nicht, wo er auf der Kanone reitet. Ich müsste jetzt schauen, ob er auf der DVD auch so abgebildet ist. Das kann ich euch auswendig gar nicht sagen. Dann haben wir Tommy Lee Jones in Tote Engel lügen nicht. Sagt mir auch überhaupt nichts. Ein übersinnlicher Auftrag für einen unterbeschäftigten Detektiv. Der Geist einer rachesüchtigen Ehefrau verlangt Genugtuung. Hier, wenn ihr einen Tommy Lee Jones Film sehen wollt, hier ist er. Tote Engel, lüge nicht. Es sind ja auch viele unbekannte Filme hier dabei, aber so wie jetzt dieser, Sigourney Weaver, Michael Caine in Half Moon Street. Das ist ein Agenten-Thriller. Ja, vielleicht soll ich mir da auch mal den Trailer anschauen. Half Moon Street, also die Sigourney Weaver war jetzt ja niemand Fall. Aber wenn sie da mit Strapsen so da liegt, würde ich sie wahrscheinlich auch nicht von der Bettkante stoßen. Aber ist nicht mein Fall. Nein, ist nicht mein Fall. Dann haben wir hier Blue Lightning, kenne ich nicht. Und Tödliche Hitze. Und da macht mit der Dennis Hopper und die Christy Alley. Und die Christy Alley kennt man natürlich aus Fackel im Sturm. Und aus Guck mal, wer da spricht. Ja, und der Dennis Hopper macht auch da mit, obwohl er hier nicht abgebildet ist. Tödliche Hitze. Dann schauen wir mal. Jetzt kommt natürlich auch ein Film, den ich hier habe. Und keiner weiß es, ob es wirklich so ist. Ja, also ich bin ja ein Fan von Verschwörungstheorien. Und vielleicht leben die Außerirdischen ja doch unter uns. Also die Außerirdischen habe ich ja auch gerne gesehen in den 80er Jahren, die Serie. Gibt es ja die erste Staffel und die zweite Staffel. Und jetzt gibt es ja noch ein Remake, das schon auch ein paar Jahre alt ist. Also gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Aber im selben Fahrwasser von John Carpenter spielt Sie leben. Ja, und den Film fand ich ja an sich auch genial, obwohl er jetzt nicht megamäßig ist, aber ich finde es geil, dass sie unentdeckt hier unter uns leben, die Außerirdischen. Und nur mit dieser Brille kann man erkennen, wo und wer die Außerirdischen sind. Ja, Außerirdische in Menschengestalt haben die Erde unter ihre Kontrolle gebracht. John Carpenter beschwört in seinem neuen Science-Fiction-Thriller die gute alte Invasionsängste der 50er Jahre. Und keiner weiß es, ob es vielleicht wirklich so ist. Manche würdet jetzt wahrscheinlich sagen, du spinnst, aber könnt ihr mir das Gegenteil beweisen? Ich glaube nicht. Hier, Sie leben. Also für alle, die den Film nicht kennen, schaut ihn euch mal an. Vom Monster zum Engel, Außerirdische in Filmen. Da sind die Critters dabei. Ja, die Gremlins sind jetzt nicht dabei, aber einige hässliche Kreaturen. Ja, hier. So sehen sie wohl nicht aus, so wie in Man in Black. Vielleicht sind sie auch unerkannt, so wie in Sie leben. Dann haben wir Daddy's Cadillac. Kenne ich zwar nicht, die beiden Schauspieler Corey Feldman und Corey Haim. Und die Vorschau auf das nächste Heft mit
Police Academy 6, nein. Und Bad 21. Daddy's Cadillac und Police Academy 6, Bad 21 und Sophima, so im nächsten Heft. In diesem Sinne war es das mit der Cinema-Vorstellung heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.